Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen, zusammen mit Frau Koper, mit der Sprecherin der Frauen in der Pneumologie. Mein Name ist Julia Welcher, ich bin die stellvertretende Sprecherin. Und Frau Koper, wir haben ja zusammen auf der Sitzung auf dem DGP überlegt, was wir Neues machen können. Und da sind wir auch in der Videokonferenz, die wir nachher dann gemacht haben, zu den Webinaren gekommen. Und ich glaube, es ist ganz toll, dass wir heute das erste Webinar starten können. Aus unserer Arbeitsgruppe von den Frauen der Pneumologie. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Und ich freue mich auch sehr, dass ich heute Franziska Truzinski aus der Thoraxklinik in Heidelberg, dort Oberärztin, begrüßen darf. Hallo Franziska. Und auch Rania Marinos aus dem Klinikum Bethel, die ja bei der Young DGP ganz aktiv ist, die heute auch etwas sagen wird zu, denn gibt es eine unterschiedliche Beobachtung oder Diagnostik bei der Geschlechterfrage? Frau Koper, was denken Sie? Hat das Zukunft? Müssen wir darüber sprechen oder ist das etwas, was wir in 5 Jahren nicht mehr diskutieren werden? Ich glaube, mir denn je, wenn wir das auch noch in 5 Jahren diskutieren, weil das braucht lange, bis wir das alles auch berücksichtigen, dass Ärzte und Ärztinnen unterschiedlich sind, unterschiedlich ticken, unterschiedlich Patienten behandeln, alles unterschiedlich machen. Ja, Deswegen, ich bin absolut. sehr gespannt und freue mich wirklich auf dieses neue, tolle Format. Also, Franziska, ich glaube, dann startest du mit deinen Folien zu unserem ersten Webinar mit dem Thema Frauen in der Pneumologie, Gender Bias in der Patientenbehandlung und ich freue mich auf deine Folien. Ist alles gut? Ja. Der Ton ist noch ausbaufähig, aber wir haben auch schon alles probiert. Aber ich glaube, wenn du einfach vielleicht ganz nah an deinen Computer Dicht rangehst. daran. Genau, ich rutsche ganz dicht dran. Gender Bias bei der Patientenbehandlung. Und ganz kurz, ich glaube, die Rianne wird es nachher auch nochmal drauf eingehen. Was ist eigentlich ein Bias? Es gibt unterschiedliche Definitionen. Letztendlich ist es ein Verzerrungsfaktor, der zu Ergebnissen führt, die eigentlich nicht repräsentativ sind. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Biasformen. Und ich glaube, viele davon haben wir so in Statistik mal ganz kurz gehört und haben die dann sofort wieder verdrängt. Aber die sind extrem wichtig. Und ich habe gedacht, dass wir uns am Beispiel der idiopathischen Lungenfibrose, habe ich extra für dich ausgesucht, Julia, einmal unterschiedlichste Beispiele für Bias angucken im Gender-Bereich. Und ganz kurz für uns alle, die wir nicht täglich idiopathische Lungenfibrose machen, die Lungenfibrosen allgemein ist eine ganz große, ganz heterogene Gruppe von Krankheitsbildern, die man super kompliziert dann in unterschiedliche Gruppen einteilen kann. Und heute wollen wir eben über die idiopathische Lungenfibrose, die auch eine Form der Fibrose ist, mit sehr, sehr ungünstiger Prognose eingehen. Und ich habe Ihnen hier einmal so die aktuellen Diagnosekriterien mitgebracht. Ganz wichtig natürlich für die IPF, die idiopathische Lungenfibrose, die radiologischen Muster. Und wir alle sind vielleicht jetzt nicht unbedingt ILD-Board-Member so. Aber ich glaube, was wir alle wissen, ganz entscheidend eben dieses Honigwabenmuster. Und ich glaube, wenn Sie das wissen, für heute reicht es eigentlich. Ein absolutes Charakteristikum für die idiopathische Lungenfibrose. Zum einen dieser Verteilungsgradient von unten nach oben und zum anderen ganz wichtig die Honigwaben. Wir haben dann diese Traktionsbronchiektasen, die durch den Zug aufs Gewebe entstehen. Und das Ganze fasst sich zusammen unter dem sogenannten UIP-Pattern, Usual Interstitial Pneumonia. Und das UIP-Pattern kann so in unterschiedlichen Abstufungen, würde ich jetzt mal als Nicht-ILDler sagen, vorkommen. Und je krasser es ist, umso wahrscheinlicher ist die Diagnose der IPF. Was ist mit den Patienten, wo es nicht so eindeutig ist? Hier sehen wir einmal die Therapieempfehlungen, radiologisches Muster. Man kann sich nicht festlegen, weil die ILD so eine große heterogene und auch komplexe Gruppe von Krankheitsbildern ist.
Und wir so viele Fachdisziplinen haben, die eine Rolle spielen. Zum einen natürlich die Radiologen, wir haben zum anderen auch einen Pathologe, den wir hinzuziehen können. Wir haben die Rheumatologen teilweise. Ist es so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass die Diagnosen, was die ILDs angehen, immer in einem multidisziplinären Team festgelegt werden, dieses sogenannte ILD-Board. Und bei den Patienten, wo man sich radiologisch nicht eindeutig festlegen kann, ist es eigentlich empfohlen, dass man überlegt, ob man eventuell eine histologische Sicherung macht. Das kann sein, eine BAL, kann aber auch sein, dass man mehr Informationen braucht, eine Gewebeprobe, das wäre entweder eine Kryobiopsie oder eine chirurgische Lungenbiopsie. Die Indikation für diese weiterführenden Diagnosen stellt das ILD-Board. Und wenn wir über das Thema ILD nachdenken, und ich muss sagen, ich komme aus einer ganz anderen Ecke, ILD ist nicht mein Schwerpunkt, dann kommt, glaube ich, uns allen immer der Michael Kreuter in den Kopf, der sagt, der müsste IPF-positiv auf. Und ich habe ihm heute eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, du, wie welcher Prominenter sieht für dich Mr. IPF aus? Und da hat er mir, schnell wie er ist, nach 2 Minuten geantwortet, Marlon Brando. A, er hat in der Tat eine IPF. Und B, typisch, es ist ein alter Mann, er ist ein bisschen moppelig. Es ist so, dass der Marlon Brando sogar ein bisschen dicker ist als die meisten IPF-Patienten so in den Kohorten. Und er hat mal geraucht. Und bei diesem Patienten, wenn der sich vorstellt mit Luftnot und mit Luftnot beim Lungenfacharzt, glaube ich, dann gehen bei uns allen die Alarmglocken an, weil wir sind natürlich super gut drauf geprimed, Mr. IPF zu erkennen. Und das wäre ein Patient, wo wir dann eine Bildgebung machen im Idealfall. Und dann sehen wir dieses typische radiologische Muster mit diesen subpleuralen Honigwaben, Traktionsbronchiektasen, so die IPF, wie wir sie alle kennen. Wenn wir uns die Geschlechtsverteilung bei der IPF in den großen Registern oder auch in Therapiestudien angucken, hier sehen wir einmal am Anfang das australische Register, hier unser deutsches Insights, das finnische, das schwedische und die beiden Therapiestudien, dann ist es so, dass wir immer so einen absoluten Männerüberschuss haben in diesen Kohorten, ne? In den Registern sind es vielleicht so 70%, in den Therapiestudien geht das eher Richtung 80% Männer. Na? Was ich mich jetzt gefragt habe, okay, wir haben so ein ganz klares Bild, wie die IPF aussieht. Eigentlich mit den Daten, die wir haben, schlägt ja der Mann jede Statistik tot. Das heißt, eigentlich die Informationen, die wir haben zur IPF, kommen überwiegend aus männlich dominierten Kollektiven von Patienten. Und wie sieht denn eigentlich jetzt die Frau mit IPF aus? Wir wissen ja aus unterschiedlichsten Bereichen der Medizin, wenn wir jetzt so in die Gendermedizin gucken, dass Männer und Frauen mit dem gleichen Krankheitsbild ganz unterschiedlich aussehen. Also Vorreiter waren ja die Kardiologen, die uns aufgezeigt haben, der Herzinfarkt kann bei der Frau ganz anders aussehen. Wenn ich aber jetzt so ein ganz fixes Bild im Kopf habe, ich kenne wenig Frauen, die aussehen wie Marlon Brando. Von daher für Sie einmal Mrs. IPF. Haben sich tatsächlich die Franzosen einmal Gedanken gemacht in der Cohort Fibrose, 246 IPF-Patienten, davon immerhin 51 weiblich. Die sind rekrutiert worden zwischen 2007 und 2010. Und in der Anamnese war es so, dass 63% der weiblichen Patienten, also der Patientinnen, gar nicht geraucht haben. Das heißt, wenn ich suche nach Mann, Ex-Raucher, dann übersehe ich da eine ganze Menge an Frauen. Es ist so, dass die entsprechend eine weniger berufliche Exposition hatten. 14% bei den Männern waren es 34%. Die haben ein bisschen anderes Komorbiditätenprofil gehabt, aber gar nicht so arg unterschiedlich. Die Männer haben eine Tendenz gehabt zu mehr ischämischer Kardiomyopathie. Das ist ja auch so ein Charakteristikum, die KHK, die wir bei so einem Patienten erwarten würden. Da gab es, glaube ich, eine Meldung aus dem Publikum. Herr Buschab, Florent. Ich gucke mal, ob derjenige entweder, ob sie ihm die Spracherlaubnis erteilen können.
Nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Er erscheint aber mal, wenn er sich frei mutet, kann er vielleicht was sagen? Ich habe ihn freigeschaltet. Ui, das war ein Fehler, es tut mir leid. Ah, das ist nicht schlimm, aber wir freuen uns, dass Sie da sind. Okay. Sehen Sie, es funktioniert. Aber es besteht die Möglichkeit, zwischendurch was zu fragen. Genau, Komorbiditäten, ICM, ein Trend, aber kein wirklicher Unterschied. Die Frauen hatten mehr thromboembolische Ereignisse und mehr Osteoporose. Auch das fand ich jetzt nicht erstaunlich. Interessanterweise hatten die Frauen eine bessere FVC, bessere Lungenfunktion. 83% vom Soll, die Männer 75. Das war knapp signifikant. Die Frauen haben eine schlechtere Gehstrecke gehabt. Und was wirklich auffällig war, die Frauen sind sehr, sehr viel seltener lungtransplantiert worden. 2% der Frauen, 11% der Männer in dem Kollektiv. Wenn man sich jetzt einmal das transplantationsfreie Überleben anguckt, sehen wir hier rote Kurve die Frauen, schwarze Kurve die Männer, dann sehen wir, dass die Frauen hier keinen Überlebensvorteil haben. Man denkt ja normalerweise, müssten die Frauen eigentlich länger leben als die Männer, weil es eigentlich immer ein Überlebensvorteil ist, eine Frau zu sein. Das heißt, ich würde sagen, relativ ist es sogar ungünstiger für eine Frau, eine IPF zu haben. Also wenn man eigentlich länger leben würde und dann aber genauso lang lebt, dann ist das ja blöd, ne? Fand ich ganz interessant. Und das ist das transplantationsfreie Überleben. Zusätzlich haben die sich Bildgebung angeguckt. Es war so, dass man bei den Frauen weniger Honigwaben gesehen hat. Ne? Honigwaben. Und die haben auch weniger Emphysem gehabt. Die haben ja auch weniger geraucht. Für mich war so eine Überlegung, gibt es vielleicht einen weiblichen Phänotyp von IPF, auf den wir gar nicht so trainiert sind, ihn zu erkennen. Und da hat sich eine andere, ebenfalls französische Kohorte, mit dem Thema beschäftigt. Das ist die Radico-ILD-Kohorte. Hat mit einem radiologischen Anspruch sich das Ganze einmal angeguckt. Und da sind, fand ich jetzt relativ viele Patienten, nämlich insgesamt 963 IPF-Patienten eingeschlossen worden. Und immerhin konnten in der Analyse berücksichtigt werden, 123 Frauen und 580 Männer. Man hat sich so radiologische Muster einmal angeguckt. Und es ist ja so, dass wenn wir uns zum Beispiel jetzt einmal so retikuläre Abnormalität angucken, dann ist von etwas ist vorhanden und etwas ist super krass vorhanden, liegen Welten dazwischen. Und darum fand ich ganz schön, dass die das so gemacht haben, dass die gesagt haben, die Veränderungen sind present oder die sind present prominent. Und hier sehen wir in der Tat, was die retikulären Veränderungen angeht, keine Unterschiede. Wir sehen bei den Bronchiektasen keine Unterschiede. Ah, aber wenn wir jetzt zum Thema Honeycomb kommen, ist es so, dass 66,2% der Männer in dieser Kohorte haben Honigwaben gehabt. 45,8% der Frauen. Darf ich kurz was fragen, Franziska? Ja. Gibt es Daten dazu, ob vielleicht Frauen früher zum Arzt gehen und dann früher diagnostiziert werden und vielleicht die Honigwaben noch gar nicht da sind? Das ist ein Aspekt, der möglich ist, wobei in der anderen Kohorte war ja das Überleben nicht besser. Ne? Mhm. Was so für mich ein bisschen, ich zeige dir auch nachher Daten, die so ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Also ich habe mir diese Frage auch tatsächlich gestellt. Ja. Genau. In dem Fall, genau, und bei denen, wo prominent Honigwaben waren, 30% der Männer, also ein Drittel und nur 20% der Frauen etwa. Dann war es so, dass Milchglas war es ein bisschen umgekehrt, das haben die Frauen eher gehabt. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Bias. Das ist eine Frage an euch, die ich hier gestellt habe. Julia, wir hatten auch schon drüber gesprochen. Der Confirmation Bias. Ne? Es ist so, ich habe eine gewisse Vorstellung, wie sieht die IPF aus? Und ich diagnostiziere immer die Marlon Brandos, die mir ins Raster passen. Aber ich übersehe vielleicht die Frau, die einfach sich ganz anders präsentiert. Und das bestärkt mich, weil ich denke, so ja, Logo, es sind immer viel mehr Männer in den Kohorten. So ist halt das Leben. Ne? Und mit jedem Mann, den ich diagnostiziere,
verstärkt sich so mein innerer Bias, weil ich eben immer mehr der Überzeugung bin, dass alles, was ich mache, genauso richtig ist. Zusätzlich eine andere Form von Bias ist der In-Group-Bias. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es ist tatsächlich so, ich habe das an mir selber auch schon bemerkt. Wenn man zum Beispiel Assistenzarzt ist, dann denkt man immer so, boah, die Oberärzte haben den ganzen Tag nichts zu tun. Die hängen irgendwo in ihrem Zimmer rum und gehen mir mit den Briefen auf den Geist. Wenn man dann Oberarzt ist, dann denkt man, oh, was machen die Assistenten eigentlich den ganzen Tag? Können die nicht mal arbeiten und gescheite Briefe schreiben oder so? Ne? Also es ist so, dass schon irgendwo das Sein des Bewusstseins bestimmt und dass man dazu neigt, Menschen in der eigenen Gruppe anders zu sehen als Außenstehende und dass man auch dazu neigt, natürlich Menschen, die einem ähnlich sind, in irgendeiner Art und Weise unterbewusst zu bevorzugen oder eher deren Standpunkt einzunehmen. Wenn wir uns jetzt mal unsere Therapieempfehlungen angucken. Ich habe rausgesucht die Leitlinie Diagnostik der idiopathischen Lungenfibrose. Und dann habe ich für jeden männlichen Leitlinienautor einen Mensch in Hose gemacht und für jeden weiblichen Leitlinienautor einen Mensch mit Rock. Könnt ihr einmal gucken, kann man auch oben mit den Namen, glaube ich, abgleichen. Extrem wenig Röcke, ne? In-Group-Bias. Möglich, oder? Ich glaube tatsächlich, ja, wenn wir uns Frauenanteil intern angucken, ich habe mal so eine Auswahl, ich dachte so alles zu ILD, was im New England kam, ist irgendwie wichtig für die Therapie der Interaktion. Wir haben natürlich einen extrem kleinen Frauenanteil in diesen Therapiestudien. Ja, sagen dann die mit den Hosen, ne, grauhaarigen Herren, die sagen dann, ach, Franziska, das entspricht doch der Prävalenz der Erkrankung. Ne? Und normalerweise sagen die anderen dann, ah ja, okay. Ne? Aber da ist jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob Sie schon mal was vom Availability Bias gehört haben. Wenn ich so die Daten nehme, die am einfachsten verfügbar sind, das ist nicht immer am günstigsten und beantwortet nicht immer die Fragestellung, die ich habe. Und in dem Fall sollte natürlich die Fragestellung sein, kann ich mit den neuen Therapien, die sicherlich gut und effektiv sind, alle Patienten mit IPF gleich gut behandeln? Oder behandle ich oder kann ich eigentlich nur was für die Therapieeffekte der 80% Männer in diesem Kollektiv aussagen? Zusätzlich, wir haben so viel Bias gesehen jetzt schon als mögliche Fragen. Die Frage, ist das denn wirklich so, dass wir keine Frauen mit IPF haben, die an diesen Studien teilnehmen könnten? Ein Faktor ist natürlich in den Therapiestudien, wir haben da immer noch mal 10% mehr Männer als in den Registern, dass häufig eine Voraussetzung für die Teilnahme an so einer Studie ein ganz eindeutiges Muster ist, UIP. Ne? Eine wirklich handfeste, wasserdichte Diagnose. Aber wenn unsere Frauen ganz anders aussehen, dann kommen die eigentlich nie in Frage. Ne? Das sehe ich als ein großes Problem. Genau, aber dann sagen natürlich die Experten, ja klar, Logo ist doch bekannt, so ist das Leben. Achtung, Bias-Gefahr, das ist der Authority-Bias, dass wir dazu neigen, Experten oder Autoritäten eher zu glauben als unserem eigentlichen natürlichen Menschenverstand. Ich habe zum Beispiel einen dieser Experten, mit dem ich ganz gut befreundet bin, gefragt, du sag mal, glaubst du, dass wir vielleicht die IPF bei Frauen gar nicht gut erkennen und unterdiagnostizieren? Sagt er so, nö, wüsste ich nicht. Hatte ich jetzt gedacht, okay, das kann man ja nachgucken und ich habe eine Literatursuche gemacht und die Frage war tatsächlich, ob der Marlon Brando, den wir im Kopf haben, uns irgendwie beeinflusst in unserer Diagnosestellung. Und wir glauben, es ist der Marlon Brando, der die IPF hat und wir übersehen alle Frauen, die eben einfach anders aussehen. Confirmation Bias, mal wieder, ne? Und es gibt eine Arbeit, die ich richtig klasse gemacht finde, von einer Frau Atayak aus der Arbeitsgruppe von Herrn Walsh. Die hat 60 Patientenfälle aus England genommen und hat alle Informationen, die man normalerweise so für die Diagnosestellung einer ILD braucht, außer einer Gewebeprobe, genommen und hat die präsentiert, 404 Pneumologinnen aus 76 unterschiedlichen Ländern. Also ganz, ganz viele Ärzte von unterschiedlichsten Teilen der Welt, ein paar mehr männliche dabei, 66%, und hat denen eine Aufgabe gegeben, und zwar, bitte geben Sie für jeden dieser Fälle bis zu 5 Diagnosen an
und sagen Sie, wie sicher Sie sich sind bezüglich Diagnose. Und dann ist eine echt schwierige Aufgabe zusätzlich noch gewesen für unsere ILD-Kollegen. Die müssen das alleine machen. Die dürfen nicht andere Fachdisziplinen zu Rat ziehen. Zusätzlich hat der Simon Walsh, der selber ein sehr erfahrener Thoraxradiologe ist, sich alle nochmal angeguckt. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Genau, es ist so gewesen, dass zwischen den Männern und den Frauen im Kollektiv sich eigentlich im Wesentlichen unterschieden hat, das UIP-Muster. Die Frauen hatten sehr viel seltener jegliche Art von UIP-Muster und waren jünger. Und jetzt wird es spannend. Was waren die Erstliniendiagnosen? Es war so, dass bei 37% der Männer war die erste Wahldiagnose die IPF und bei 10,6% der Frauen. Bei den Frauen war die Diagnose der ersten Wahl die CTD-ILD. Bei Männern war das eher unwahrscheinlich. Und dann hat man sich einmal angeguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine IPF diagnostiziert wird, bei Frauen im Vergleich zu Männern in Abhängigkeit der unterschiedlichen Muster. Hier sehen wir, wenn der Patient eine definitive UIP gehabt hat, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass man das bei einer Frau diagnostiziert hat, genauso wie bei einem Mann. Klare Muster haben alle gut erkannt. Wenn aber ein fragliches Muster, possible UIP oder auch probable oder indeterminate UIP war, also nicht ganz so eindeutig, dann war es so, dass in zweimal mehr Fällen das Ganze bei einem Mann diagnostiziert worden ist. Bei gleichen Fakten, Alter, Rauchstatus, Autoantikörper, diese Analyse ist für alles attestiert. Und das heißt, dass ein Mann mit einer possible UIP nach den 2011er Kriterien doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man bei ihm die Diagnose stellt. Außerdem, das ist jetzt für die Männer gar nicht immer nur gut, bei den Patienten, die kein UIP-Muster haben und wo man eigentlich sagt, es ist eine andere Diagnose wahrscheinlicher, war es so, dass man fünfmal so oft bei den Männern trotzdem IPF gesagt hat. Nach den 2018er Guidelines sogar 25 Mal öfter bei den Männern gesagt hat, es ist eine andere Diagnose. Und wenn man sich einmal anguckt, was war denn jetzt ausschlaggebend für die Diagnose, dann ist das eigentlich erschreckend, weil es war nicht die Exposition, es war nicht die Präzipitine, nicht der Rauchstatus, nicht die Antikörper, sondern es war alleinig das Geschlecht. Das war der stärkste Prädiktor für die Diagnosestellung IPF. Das ist in der Tat für beide Geschlechter ungünstig, für die Männer und für die Frauen. Das führt dazu, dass IPF bei den Frauen eher unterdiagnostiziert ist, bei den Männern eher überdiagnostiziert. Und ein Mann, der eine CTD-ILD hat, der ist natürlich auch mit einer antifibrotischen Therapie nicht komplett falsch versorgt, aber der braucht ja eigentlich eine andere Therapie. Und so, glaube ich, haben wir alle nur Nachteile dadurch. Genau, was passiert eigentlich mit den unklaren Fällen in der Thoraxklinik, habe ich mich dann gefragt. Es müsste ja eigentlich so sein, wenn die Frauen häufiger unklar sind, dann müssten ja in einem Kollektiv, was wirklich bis zur histologischen Sicherung abgeklärt wird, letztendlich relativ mehr Frauen sein. Das war meine Theorie. Und wir haben uns darum angeguckt, einmal die Patienten, die in der Thoraxklinik eine transbronchiale Kryobiopsie bekommen haben. Was die radiologischen Muster angeht, haben die sich jetzt nicht so wesentlich unterschieden. Die haben ein bisschen häufiger ein NSCP-Muster gehabt. Aber im ILD-Board ist in 63 Fällen dann eine IPF nach histologischer Sicherung und erneuter Diskussion gesichert worden. Kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. 16% Männer hatten eine IPF und 15,9% Frauen hatten eine IPF. Kein Unterschied. Und jetzt habe ich einmal geguckt, was ist denn indikativ für die Diagnose IPF? Was spielt da eine Rolle? Und es ist einmal die koronare Herzerkrankung, die Schlafapnoe, dann die Abwesenheit einer Schilddrüsenerkrankung, was ein Indikator ist für Autoimmungeschehen, dann Honeycrumbling, Retikulationen und wenig Milchglas in der CT. Ich habe die gleiche Analyse gemacht, für Männer und für Frauen getrennt. Und hier sehen wir, für die Männer relevant in der Diagnose, was wir eigentlich erwarten. Honeycrumbling, Retikulationen ist indikativ für die IPF. Ist die Frage, wie sieht es bei den Frauen aus? Wir verlieren sicherlich ein bisschen an Power in der Analyse, weil ich nur 154 Frauen hatte. Bei den Frauen war Schlafapnoe und Abwesenheit von Milchglas indikativ für die IPF. Ganz interessant, oder?
Letztendlich die Frage. Franziska, waren die symptomatisch, die Frauen mit der Schlafapnoe? Oder hat man das einfach, weißt du das? Das ist dann erfassbar. Aber waren 30% der IPFlerinnen hatten eine Schlafapnoe. Und ich habe so überlegt, ob das nicht schon so ein erstes Anzeichen ist für eine alveoläre Hypoventilation, wenn wir durch Versagen, dass die vielleicht gar nicht so eine echte obstruktive Schlafapnoe haben, sondern so in diesen REM-Schlafepisoden irgendwie absacken mit dem Sauerstoff. Ja. Aber das wäre ganz interessant. Ja. Genau. Wie können wir denn das Risiko für Bias verhindern? Kommen gleich zum Ende. Wir haben natürlich das Problem, das ist jetzt eine radiologische Arbeit, dass wir zwar genauso viele weibliche Medizinstudenten haben, Studentinnen haben, dass wir die aber irgendwo unterwegs verlieren. Und dass wir letztendlich in Entscheidungspositionen, schaut es euch nur an, die Leitlinie idiopathische Lungenfibrose, plötzlich irgendwie einen absoluten Männerüberschuss haben. Natürlich so In-Group-Bias, dass jeder so ein bisschen auch Gefühl einfach hat für die eigene Gruppierung. Wir brauchen sicherlich mehr Diversität in diesen Entscheidungspositionen. Kann man sich natürlich fragen, warum ist es so? Wir haben, glaube ich, soweit ich weiß, eine einzige universitäre Klinikdirektorin in Deutschland. Warum ist das so? Können Frauen vielleicht Pneumologie weniger gut? Und um beim Thema zu bleiben, ganz kurz, wir haben uns angeguckt in der Thoraxklinik, die eventuell, noch eine Folie, ob eventuell die Frauen vielleicht schlechter bronchoskopieren als die Männer. Wir haben es uns angeguckt anhand der transbronchialen Kryobiopsie. Männer gegen Frauen als Untersucher. Was hat das für eine Auswirkung auf die Ergebnisse? Und wenn man sich einmal anguckt, die diagnostische Ausbeute, Diagnose versus keine Diagnose, das Untersuchergeschlecht ist hochsignifikant assoziiert und es ist so, dass die Frauen sehr viel bessere Diagnosen haben am Ende. Also es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass am Ende was rauskommt, wenn die Frau bronchoskopiert hat. Und ganz kurz, was können wir machen, um das zu unterstützen? Wir können natürlich Frauen unterstützen in der DGP. Ich glaube, wenn es gut funktioniert, sind wir alle zufrieden. Und da wird es dann sicherlich zum Einsatz kommen, der Hindsight-Bias, das Retroskop. Am Ende werden alle sagen, das haben wir doch immer schon gesagt und werden es auch selber glauben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Entschuldigung, wenn ich überzogen habe. Franziska, vielen Dank. War ein toller Vortrag und ich glaube, wir können da noch stundenlang drüber sprechen, aber wir wollen natürlich Rianne auch noch die Chance geben, ihre Fälle, ich glaube, Rianne, du hast Fälle mitgebracht, einmal zu präsentieren und während Franziska, glaube ich, einmal ihre Bildschirmpräsentation oder ihren Bildschirm freigibt. Also ich meine, die IPF an sich ist ja schon eine schwierige zu stellende Diagnose und wird häufig übersehen und umso mehr müssen wir, glaube ich, halt jetzt noch darauf aufpassen, dass wir die Frauen nicht übersehen und da halt wirklich noch weiter nachschauen. Ich glaube, das, was für mich jetzt ganz interessant war, war wirklich mit dem Schlaf. Man fragt natürlich mehr nach, aber wenn man eine junge Frau da sitzen hat, oder was heißt mittelalte Frau, die nicht adipös ist, denkt man nicht direkt, dass die eventuell halt auch Probleme hatte mit dem Schlaf. Gut, ich glaube, wir haben leider keine Zeit zu diskutieren, so gerne ich das machen würde. Und Rianne, ich freue mich, dass du heute mit bei uns bist, mit dabei genau, bist. Ich habe so einen Überblick in 3-4 Krankheitsbilder. Ich habe einfach überall geguckt, wo ich das Problem finden konnte. Ich konnte es eigentlich überall finden, aber die Zeit ist hier begrenzt. Ja. Und so möchte ich so einen kleinen Exkurs, vielleicht in der inneren Medizin sozusagen, und auch ein bisschen in der Pneumologie und am Ende einen kleinen Fall. Ich teile dann mein Bildschirm. Frau Kupper, gibt es in Ihrem Alltag Situationen, wo Ihnen ganz klar auffällt, dass Sie bei der Diagnose irgendwie Mann-Frau irgendwie Unterschiede sehen? Fällt Ihnen das ein? Also in Bezug auf die Ärzte, glaube ich, behandeln Ärztinnen Patienten anders als Ärzte. Das sehe ich den ganzen Tag, auch wenn da ein Assistent von einer Assistentin übernimmt, denselben Patienten oder zurück. Und in Bezug auf die Erkrankung haben wir ja viele, viele Fälle. Da wird uns jetzt sicher Frau Marien was etwas zu erzählen. Ja. Gut, Rianne, wir freuen uns. Genau.
so ein Gender Bias und wie es in der Praxis aussieht, wie man es erkennen kann. Ich habe einfach anhand Beispiele hier ein bisschen was zusammen gebastelt. Ich habe den Vortrag so mir vorgestellt, dass vielleicht auch Personen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, auch nachvollziehbar wäre. Also ich werde versuchen, nicht so viel Latein zu benutzen. Ich bin Assistenzärztin in der Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld in der Pneumologie. Und so, warum gibt es denn überhaupt den Gender Bias? Es ist erstaunlich, aber anhand dieser Arbeit, fast alle Forschungen in der Pharmakoindustrie bis den 90er hatten fast nur männliche Probanden. Das liegt laut Aussagen daran, dass es ist einfacher, männliche Probanden zu haben, weil die haben keinen Zyklus. Die können nicht schwanger werden, währenddessen ein neues Medikament getestet wird. Das hat aber viele Nachteile. Das heißt, Frauen werden als männliche Patienten praktisch behandeln. Die haben mehr Unverträglichkeiten, vor allem bei Antibiotikagabe. Und die meisten Studien bis diesem Datum bei Frauen waren durchgeführt und weibliche Patienten in der reproduktiven Medizin, also in der Geburtshilfe. Nachdem gab es eine Richtlinie, das hatte ich ein bisschen geändert, aber wie Frau Tuzinski gezeigt hat, es gibt noch viele Lücken. Und eine von diesen Lücken ist der Myokardinfarkt. Wir wissen alle vielleicht vom Studium, dass ein Myokardinfarkt bei Frauen anderes aussehen kann. Ein gutes Beispiel für eine Biased-Studie ist der Framingham-Studie. Wenn ein Patient in die Notaufnahme kommt mit Verdacht auf Herzinfarkt, wir denken immer an kardiovaskuläre Risikofaktoren. Es ist erstaunlich, aber es hat sich nicht viel geändert, seitdem das publiziert wurde. Und die Menopause, die ein bekannter kardiovaskulärer Risikofaktor darstellt, wird einfach nicht erwähnt, obwohl Frauen in der Menopause viel häufiger Herzinfarkte haben als nicht in der Menopause. Und es wird auch empfohlen, dass wenn man in die Leitlinie vor Postmenopause oder Perimenopause guckt, eine Hormonersatztherapie empfohlen wird. Aber anhand Daten von der Technische Krankenkasse nur 6% der berufstätigen Frauen Hormonersatztherapie bekommen. Das ist schon sehr wenig. Das ist ein bisschen zum Herzinfarkt. Und dann gibt es auch Unterschiede in der Schmerzbehandlung. Vor allem werden in Frauen laut dieser Studien als emotionaler gesehen, weil die gerne über die Schmerzen und Beschwerden sprechen und Männer als mutiger gesehen, weil die weniger zum Arzt gehen oder weniger darüber sprechen. Und Frauen werden tatsächlich weniger behandelt gegen Schmerzen als Männer. Ich denke, ein gutes Beispiel ist wirklich die Endometriose-Diagnose. Erstaunlicherweise 11 Jahre braucht eine Frau, um in Deutschland diagnostiziert zu werden. Das sind 11 Jahre Schmerzen, monatlich. In Norwegen mittlerweile die beste statistische Angaben 5 Jahre. Das ist aber auch noch sehr lang. Und dann ein bisschen zu Depression, weil Gender Bias trifft nicht nur Frauen. Wir kennen klassische Depressionssymptome als Interessenverlust oder Abschlagenheit. Das trifft aber meistens Frauen. Also Männer verhalten sich eher aggressiver oder männliche Patienten verhalten sich mit aggressivem Verhalten und auch haben mehr Suchterkrankungen. Und deswegen werden weniger gegen Depressionen behandelt. Und das hat natürlich ein beeinträchtigt die Lebensqualität von den Patienten. Genau. Und in der Psychiatrie gibt es auch viel zu dem Thema, vor allem bei Sachen wie ADHS oder ADD oder Autismus. Die Diagnosekriterien sind bis heutzutage anhand Studien an männliche Patienten, wobei das Krankheitsbild bei weiblichen Patienten völlig anders aussieht. Und, dann habe ich hier auch ein Fallbeispiel mitgebracht. Das ist tatsächlich eine Patientin in unserer Klinik. Sie hat uns erzählt, als sie 39 Jahre war, bei der Vorstellung bei uns war sie 41, 42. Sie hatte Hitzenwellen, manchmal ein bisschen Pfeifen beim Atmen. Bei diesen Hitzenwellen ist das Gesicht komplett rot geworden und das auch war die Hitze am Gesicht konzentriert. Sie hatte selten dann ausbleibende Perioden. Sie stellte sich selbstständig bei Frauenarzt und da hat man laborchemisch eine typische Konstellation für eine, in diesem Fall frühzeitige Menopause gesehen. Sie hatte eine Hormonsubstitution mit Minipille und Prednisolon, Progesteron-Derivat bekommen. Die Hitzenwellen sind nicht komplett verschwunden,
Und dann, jetzt, 2 Jahre später, ist sie bei uns in der Notaufnahme. Sie hat eine Lungenentzündung mit 41 Jahre alt. Sie hat in Röntgen eine Atelektase. Ich habe die Bilder, Originalbilder nicht mitgebracht, weil das wird eben in YouTube publiziert, obwohl die Patientin damit einverstanden war. Und haben dann ein CT gemacht. Und da sah man in CT, dass diese Atelektase durch ein Kugelchen verursacht wird. Und dann haben wir natürlich sie bronchoskopiert. Und ich habe einen ähnlichen Fall gefunden, was auch veröffentlicht wurde, und habe das hier mitgebracht. Das ist leider da. Und so sah das ähnlich aus. Das war ein sehr gut vaskularisierter Tumor. Der hat auch viel nachgeblutet nach der Biopsie, sodass sie wirklich eine Woche lang Hämoptysen hatte. Infekt wurde saniert, aber sie hatte immer noch ein bisschen Hämoptyse und die Atelektase bildete sich nicht zurück, sodass man sich interdisziplinär in Tumorkonferenz entschieden hat, sie zu operieren, schon mit den Ergebnissen der Histologie. Aber meine Idee da hinten war, wo ich mich hintergefragt habe, hatte sie wirklich nur eine Menopause oder war das vielleicht ein Karzinoid-Syndrom? Und das kam aber nur am letzten Behandlungstag. Ich habe mich gefragt, mein Gott, wenn ich Sie als Frau nur am letzten Tag daran denke, dann ist das natürlich ein Systemversagen. Das kann keiner wissen natürlich, aber das, was ich weiß, ist, dass ein neuroendokriner Tumor ein sehr langsam wachsender Tumor ist und es konnte wohl sein. Andere typische Beschwerden zu Carcinoid-Syndrom, zum Beispiel wie Durchfälle oder Durchfälle in der Nacht, das hatte sie nicht, aber nichtsdestotrotz fand ich verdächtig und ich habe die Gedanken mit der Patientin mitgeteilt und sie hat gesagt, sie fühlte sich sehr validiert, dass die Beschwerden, die haben persistiert, sie hat die Medikamente genommen und vielleicht das war nicht nur die Menopause. Also jetzt nach der Operation hat sie keine Hitzewellen mehr und ich finde das schon erstaunlich. Und mein Vorschlag, mein Take-Home-Message im Anschluss wäre, dass man wirklich ein Fach in der Uni davor braucht, also genespezifische Lehrer. Wie unterscheide ich männliche von weiblichen Patienten? Wie kann ich die besser behandeln? Dass die Forschungslücken geschlossen werden. Man kann auch retrospektive Analysen machen mit den Daten, die wir schon haben. Also es muss nicht völlig neue Studien sein. Und eigentlich einfach die Patienten zuhören. Wenn man die einfach 3-5 Minuten sprechen lässt, da kommen viele Dinge raus. Und vor allem nicht fragen, wie haben Sie thorakale Schmerzen stellen, mit Ja, Nein Antwort, sondern offene Fragen stellen. Habe ich was vergessen? Hatten Sie noch was Außergewöhnliches dabei gehabt, was Sie jetzt nicht erwähnt haben? Und immer im Zweifelsfall sich vorstellen, dass wenn mein Patient keine Frau wäre oder wenn mein Patient kein Mann wäre, was würde ich machen, wenn diesen Patienten einen anderen Geschlecht hätte. Und das hilft, ich denke, immer, weil alles, was wir in der Uni lernen, das ist wissenschaftlich fundiert und Wissenschaft hat viele Lücken in diesem Fall, was Gender Bias angeht. Das war mein Vortrag. Ich applaudiere. Vielen Dank. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, das, was du am Schluss gesagt hast, ist genau das, was wirklich Ziele oder auch Wünsche von uns allen sind, dass wir ganz klar da sensibilisiert werden müssen in der Patientenbehandlung und aber auch, dass wir unsere Studenten und das ist ja das, was Frau Cooper auch gesagt hat und unsere Assistenz oder Oberärzte auch dafür sensibilisieren. Und interessant wäre ja, wenn man den Patienten nicht sehen würde, das Geschlecht nicht wüsste, ob es einen Unterschied geben würde. Ich darf mal sagen, weil 2 Wochen oder 3 Wochen später hatten wir genau den gleichen Fall bei einem 26-Jährigen und bei ihm ging es viel schneller. Also der hat eine Diagnose von Anfang von die ähnlichen Symptomen bis zur Diagnose 3 Monate gewartet und dann habe ich gesagt, hier, jetzt ist schwarz auf weiß, so ist das. Glaubst du denn, wenn die Patientin vorher nicht da gewesen wäre, 3 Wochen vorher, dass der Mann auch schneller diagnostiziert worden wäre? Weil so wart ihr jetzt alle in den Kasus ja eingedacht. Also das weiß man ja nicht. Ne? Ich erinnere mich, wenn ich seltene Fälle habe oder dann der wiederkommt, dann erinnert man sich ja. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen einfach unsere Patienten gut anästhezieren. Wir müssen mit vielen verschiedenen Assistenzärzten und Oberärzten mitgehen und immer wieder hören, wie die Anamnese machen, weil so habe ich und lerne ich noch immer am meisten. Ja.
Gut. Wir sind mit der Zeit, und das ist ja immer so, wenn man einmal sich unterhält, kommt man, vergisst man die Zeit und quatscht. Frau Koper, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas oder Franziska von dir? Also, ich fand das zwei ganz tolle Vorträge. Vielen, vielen Dank. Doch sehr, sehr praktisch. Vielen Dank.